Alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Ruhm des Lebens, nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Denke ja nicht, dass du irgendetwas in der Welt findest, dass die Welt irgendetwas für dich zu bieten hat. Ja, denke ja nicht, dass die Welt dir Glück zu bieten hat, dass die Welt dir Spaß zu bieten hat, dass die Welt dir irgendeine Zukunft zu bieten hat. Denn alles, was in der Welt ist, vergeht. Es vergeht alles. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Glaube ja nicht, dass dir irgendwie Glück bringen wird, wenn du dir online irgendwelche schmutzigen Sachen anschaust. Glaube ja nicht, dass dir Glück bringen wird, wenn du auf Partys gehst und dich besäufst. Glaube ja nicht, dass dir Glück bringen wird, wenn du einfach in der Welt lebst und einfach deinen Freunden nachläufst. Ja, lass dich nicht verleiten von deinen weltlichen Freunden, die du eigentlich gar nicht haben solltest. Ich sage nicht, dass man nicht Kontakt haben kann mit Ungläubigen. Ja, logischerweise, wir sind keine Amish. Wir sind keine Mennoniten oder irgendwas. Aber das sollten nicht deine besten Freunde sein. Das zeigt dir ganz einfach, dass du in der Welt lebst. Lass dich nicht verführen von weltlichen Menschen, die dich einfach mit in Sünde reißen, die dich ablenken vom Herrn. Glaube ja nicht, dass irgendwie ein Licht am Ende des Tunnels ist. Weißt du, was am Ende des Tunnels der Welt ist? Kein Licht. Sondern die Finsternis hat dir die Augen verblendet. Du weißt nicht, wohin du gehst. Es ist kein Licht am Ende des Tunnels. Du erwartest Glück, du bekommst Depression. Du erwartest Freude, du bekommst Traurigkeit. Glaube nicht, dass die Welt dir was zu bieten hat, als junger Mensch. Glaube nicht, dass du stark bist, wenn du dich einfach ins Koma trinkst. Ja, das ist männlich. Der Witz an der Sache ist, dass Bier natürlich eine östrogenähnliche Wirkung hat. Ja? Du bekommst Männerbrüste von Bier. Ist das männlich? Ist das männlich, wenn deine Muskeln schwinden? Ist das männlich, wenn du Gehirnzellen verlierst? Das ist nicht männlich. Das ist nicht stark. Glaube ja nicht, dass die Welt dir irgendwas zu bieten hat, ja, dass du irgendetwas in der Welt findest, was du bei Gott nicht finden könntest. Das Einzige, was du in der Welt findest, was du bei Gott nicht finden kannst, ist eben Depression, Unglück, Traurigkeit, Sinnlosigkeit. Es vergeht alles. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ein guter Vers gerade für junge Männer, die hier eben angesprochen werden in den Versen davor, ist 2. Timotheus 2, Vers 22. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das ist ein Vers, den du dir aufsagen solltest, um dich selbst zu kontrollieren. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das sind die Leute, mit denen du Gemeinschaft haben willst, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen und nicht deine weltlichen Freunde.